Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Mittlerweile wissen wir tatsächlich, wer The Last Spark Hunter ist. Und ein bisschen weird ist sie dazu auch noch. Schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an, wenn ihr es noch nicht wisst. Wir starten hier direkt rein in den schlimmsten Red Ring wahrscheinlich. Weil ich schon keine Ahnung habe, wie es war. Super. Okay. Das sieht auf jeden Fall sehr großflächig aus. Hier müssen wir wieder einen Beat machen. Oh mein Gott. Ich weiß. Können wir vielleicht erstmal storytechnisch weitermachen? Und, oh. Was machen Sie denn hier, werter Herr? Wir kaufen direkt. Haben wir ziemlich häufig nötig. Checkpoint. Das ist grundsätzlich schon mal gut, aber wir müssen zu ihm, müssen wir? Er ist markiert. Ich habe alles wieder, alle drei Melosphären wurden gefangen genommen und in gefluteten Ruinen in Käfige gesperrt. Ja, und was heißt das jetzt? Ey, sag nicht, es geht direkt hier jetzt mit Rätseln los. Ich kann das nicht, bin doch ein Mülleimer im Rätseln. Aha. Hier geht's auch durch? Also es gibt sehr, sehr viele Gebiete auf jeden Fall in dem DLC. Ich habe Angst, dass der zu groß wird. Oh. Ich rechne eben mit diesen, wie gesagt, 100-mal gesagt, mit diesen 4 Stunden. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche länger. Gott, ist das... Sind wir von da gekommen? Übergroße Eieruhren waren eine Zeit lang echte Statussymbole. Selbst ich habe diesen Trend mitgemacht. Niemand kann mir sagen, wann und wieso das angefangen hat. Ehrlich gesagt ist uns das im Nachhinein etwas peinlich. Okay, cool. Guys, habt ihr eine riesen Eieruhr zu Hause? Wir haben eine Eieruhr und jedes Mal, wenn ich hierher komme, wird die erstmal dick fett auf eine Stunde eingestellt. Es tut mir so leid, Familie. Okay. Actually check ich halt gar nichts. Suche nach Melosphären. Das sieht doch nach einer Ruine aus. Nicht? Ich finde schon. Wenn hier kein ultra krasser Gegner rumläuft, dann... Oh nein. So lustig finde ich das jetzt eigentlich nicht. Da unten läuft Level 35 Gegner rum, dem ich liebend gerne aus dem Weg gehen würde. Okay. Hier können wir zwei durch. Können wir auch... Nee, da nicht. Warum sollte man hier durch wollen? Da ist ja nicht mal was. Ach, das ist doch unnötig. Okay. Da vorne. Da kommen wir aber nicht hin. Wir kommen hier nicht durch, wir kommen hier nicht durch. Da ist doch was. Ah, ich hab's ein bisschen, hab ich's tatsächlich geschmeckt. Wahrhaben wollte ich es dennoch nicht. Das ist ein bisschen unnötig hier, aber egal. Oh, und jetzt steppen wir oben lang. Kennen wir das nicht schon aus Mario & Rabbids Kingdom Battle? Ich denke schon. In der Geisterpassagenstelle. Jawollo. Wir müssen jetzt nur damit den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Boah, ist das anstrengend. Und da vorne, seht ihr es da hinten? Da setzen wir das ein. Hoffe ich zumindest. Und rein da. Damit öffnet sich auch wunderbar hier drüben der Weg und wir können uns das Eck nehmen. Und was wir damit machen müssen, nach da oben kommt zu dem Auge. Seht ihr, das war ganz oben links in der Ecke. Dieser schwarze Kreis, der jetzt in der Mitte ist. Da müssen wir als nächstes hin. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen. Aber ist hier vielleicht was? Und wir können ja jetzt in der Theorie nach hier hinten.
Oh Gott, wo geht's denn hier noch überall hin? Hier darf nichts sein, das macht Sinn. Hier kommen wir hier weiter. Ey, ich will mit dem Kollegen da nichts zu tun haben. Der macht mir Angst alleine, wenn ich ihn schon angucke. Hier können wir hochklettern. Aber wir müssen noch das Blaue machen, sehe ich gerade. Ah, der Block muss da drauf geschoben werden. Okay, das heißt, heute wieder ein bisschen die Rätselfolge. Ich hoffe, das ist kein Ding für euch. Ich finde, das gehört zum Spiel dazu. Und das rauszuschneiden, fände ich auch eher wack so. Weil es halt Leute gibt, die das zum Beispiel anschauen, um Hilfe zu haben. Und dann ist es immer gut. Und die, die es halt nicht gucken wollen, die könnt ihr unten in der Timeline einfach skippen. Hauptsache, ihr macht nicht das Video aus. Bitte, danke. Ihr wisst Bescheid. Danke für euren Support. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, abonnieren, andere Dinge tun. Ist eigentlich immer alles cool so. Dankeschön. Was bringt es mir, hier runter zu klettern? Wir haben jetzt die Röhre, right? Right. Okay, und damit können wir jetzt mit dem Egg können wir da hoch. Shazam. Und können das dann da into the Auge werfen und kriegen. Ich hoffe, das ist das, was ich will. Das da drinne. Diese fette Fliege. Diese mehrgewichtige Fliege. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben, nicht? Auf jeden Fall diese fette Fliege. So, was habe ich davon? Ich muss nochmal zwei weitere. Das heißt, wir driven jetzt rum und müssen die searchen. Okay, ja, dann back to the boat. So, Guys, wir sind jetzt hier wieder an der Mitte. Und da vorne habe ich auch schon Daddy das nächsten Dings entdeckt. Aber hier gibt es keine Anlegestelle. Deswegen driven wir hier nochmal ein bisschen around und gucken, ob wir die finden. Oder ballern wir uns hier irgendwie hin? Ich glaube schon. Nein, ganz bestimmt. Hier liege ich an. Bei dem Level 35er Gegner. Welches Level sind wir eigentlich? Sind wir 35 überhaupt schon? Wie sieht denn so ein Steg aus, by the way? Ist doch aus Holz. Found it. Oh, da ist sogar ein Checkpoint. So, das ist immer schön. Ich habe das Gefühl, dass das hier richtig ist. Okay. Wir können nicht so weit werfen. Wir werfen die Hälfte davon. Okay, was ist das hier? Das sieht cool aus. Eine Fremde hatte Hortus Melodicus betreten, angezogen von unseren Waldmelodien. Offenbar dieser Fremden keines unserer Geheimnisse, sprachen wir. Sie wird unsere Waldmelodien zerstören und die verlorene Melodie wird für immer verborgen bleiben. Okay, cool. Ich mag diese. Ich habe okay, cool gesagt, nicht Google. Geh einfach mal. Geht einfach mein Handy an. Denkt hier, ich habe mit Google gesprochen. Gar nichts gibt's. Hier wird nicht gegoogelt. Jetzt. Später. Ich bin sicher, ich bin so ein Mensch, ich google immer sehr häufig Dinge. Ja, also so viele Leute benutzen Google nicht. Ich weiß nicht warum. Also viele Leute fragen dann in Foren nach, zum Beispiel, also ganz einfache Dinge wie, wie lange braucht man, um Mario und Rabbids durchzuspielen, anstatt einfach Spielzeit einzugeben bei Google. Das ist ganz weird, da habe ich mich letztens mega drüber aufgeregt. Tut mir total leid. Hallo Toad. Tschüss, Toad. Wir machen den schon noch. Vielleicht irgendwann. Okay, da hoch kommen wir mit einem Kreis. Da unten ist was. Da müssen wir einen Kreis einsetzen, ja. Hier ist was. Bitte, jetzt muss aber auch was Krasses sein. So, ich glaube, so können wir ein bisschen. Ja, aber. Ah, ich muss da hoch und. Boah, das ist nervig. Geist, das wird eine sehr nervige, langweilige Folge heute. die da. Ja.
Wir dürfen nicht drinnen stehen. Und das ist der Kreis. Okay, ich glaube, das schneide ich nicht raus, weil das ist ziemlich aufeinander aufbauend. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wie gesagt, ihr könnt ja einfach skippen, wenn es euch stört. Oder ihr guckt euch alles komplett an. Soll ich das jetzt? Ich glaube, ich sag das beim nächsten Schreien oder was auch immer das ist, sage ich euch das dann natürlich nochmal. Der Cringe, wenn nicht. Bereit. Aber solange wir nicht kämpfen müssen, bin ich eigentlich ganz cool mit allem hier. Hier müssen wir spinnen. Das sieht sass aus. Nein! Schade. Gab ja tatsächlich Punkte, an denen man spinnen konnte. Das ist cursed. Hier ist for real einfach eine Bridge. Und Invisible Coins. Also es werden auf jeden Fall ganz neue Arten von Rätseln enthüllt. Auf die ich natürlich Bock habe. Hier zum Beispiel jetzt nicht. Da oben ist auf jeden Fall was. Hier geht es aber auch noch weiter. Hier ist eine Ladder. Oh, da ist sogar ein Item. Warte, da müssen wir jetzt unten lang. Lass mich runter. Das sind unnötige Cutscenes in Anführungszeichen. Nein, hä? Ah doch, wir müssen hier unten lang laufen. Eine Bridge erscheinen lassen. Dann wieder hochsteppen. Dann durch die Röhre nach drüben und dann kommen wir dahin mit dem Viereck. Umständlich? Definitiv. Macht es trotzdem Spaß? Tatsächlich schon. Ich glaube, zum Zuschauen sind Rätsel sowieso immer todeslangweilig. Außer, also es ist halt ein Rätselgame so. Aber da haben wir auch schon gerade gesehen, dass es was gibt. Eine Ladder. Englische Wort für Leiter. Muss ja auch noch was lernen heutzutage hier auf YouTube. Ist ja wichtig. Erstmal alles um mich herum scannen. Und das... Hier muss was sein, das war mir klar. So. Das sieht mir echt nach einem Block aus, tatsächlich. Ja. Ich schieb den erstmal nach hier unten, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Ich habe das Gefühl, die ganze Folge besteht... Multiraserei. Ah, stimmt. Items gibt es ja. Das sind ja so Gegenstände, die es wirklich... Okay. Hier bin ich komplett falsch. Komm ich da runter? Ach, da vorne. Lost. Hätte man sehen können. Die Frage ist, wo muss ich denn diesen Mr. Roblockus hinschieben? Ich schätze mal, also wenn ich das hier richtig sehe, nach unten. Achso, ja, da ist auch der. Das ist actually was, was mich ein bisschen stört. Dieses die ganze Zeit Seiten wechseln müssen, weil halt... Das ist meiner Meinung nach einfach nur Zeitverschwendung von Führer... Spielstreckung. Das hätte nicht sein müssen. Aber ist ja jetzt nur ein kleiner Kritikpunkt. Wo brauchen wir die Kugel? Ah, ganz am Anfang, wo wir das Schild gelesen haben. Guys, ich habe keine Ahnung, ob ihr euch daran noch erinnert. Hier. Und jetzt können wir... Oh, na, ihr wisst doch, dass ich das nicht kann. Aber wir haben The Jam ist an. Und ihr kriegt keinen Bann. Wenn ihr alle liked, sag ich nicht bye. Das war grauenhaft, es tut mir leid. Okay, das da und jetzt kommt als nächstes. Ist hier gerade das Viereck, ja wundervoll. Ach komm. Wobei wir sind auf hoher See. Weil ich werde auch safe geclaimed. Allein deswegen schon. Der ist auf jeden Fall. Oh nee, aber das Viereck ist. 100%. Das Dreieck ist es nicht. Und das hier. Ja. Boah, ist das heavy. Aber es war es halt noch nicht. Das ist das. Aber wir haben auf jeden Fall das Dreieck, das sehe ich. Das hier sieht auch verdächtig hier nach aus. Ja. Steppen wir rüber. Alle? Kann sein, dass wir einfach alle drücken? Nee, kann nicht sein. Also Viereck auf jeden Fall. Boah, stellt euch vor, ich hätte das hinten gedrückt.
Let's go, damit wäre auch das abgeschlossen. Und aus dem Wasser empor steigt unsere Brücke. Das ist doch wunderschön. Shazam! Und damit ist auch der nächste Käfer befreit. Let's go! Und dann steppen wir weiter zum nächsten. Ah, doch, doch, tatsächlich. Okay. Ja, einfach gegenüber auf der genau anderen Seite von dem Dings einfach rüberdriven. Und dann kommt ihr hier hin. Aber aufpassen, auf dem Weg nach oben, ich glaube, sieht man von hier gar nicht, steht ein Level 40er Bob-Omb. Also da auf jeden Fall ganz geringen Abstand haben. Wobei, nee, hier müssen wir screamen. Ja, das ist also sehr gefährlich auf jeden Fall. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Hier ist was Unsichtbares. Oha! Sowas finde ich, ist aber auch cool. Also auf jeden Fall, Beepos neue Fähigkeiten sind cool. Ich finde es schade, dass er die anderen nicht mehr hat. Aber das Game hat sich ja auch zu legit 100% komplett verändert. Also was ist denn genauso wie im Vorgänger? Ja, die Charaktere cool. Und vielleicht die Idee des Kampfsystems. Aber halt, ich sag mal, 99% von dem, was halt mal dieses Spiel war, hat sich auf jeden Fall verändert. Hier müssen wir spinnen. Let's go! Okay, hier ist wieder nur ein Level. Welche Stufe? 35, alles so. Hier brauchen wir was. Ich scanne mal ein bisschen. Hier hoch kommt man nicht. Hello there, Mr. Meister. Das will ich auch gar nicht haben. Ich will nur diesen netten Kollegen gar nicht treffen. Ich mag den nicht so. Bitte sag mir nicht, ich muss nach da hinten. Ich schreie, wenn ich nach da hinten muss. Hier ist wieder was. Lö. Das ist cool, das bringt uns hier hoch. Aber was bringt uns das hier um zu sein? Oh, hier kommen wir gar nicht anders hin. Ich dachte, wenn wir den Weg hochgehen, kommen wir da hin. Ja, lost an der Stelle. Bam. Wir haben da gar nichts geholt unten. Hä? Na, das kann nicht sein. Es gibt nichts Unnötiges in diesem Game. Das ist keine unnötige... Ich baller mich wieder zurück, weil ich lost bin. Jo. Das wollte ich gar nicht. Ich will mal zu dem Auge gehen und gucken, ob da vielleicht irgendwas liegt, was man mitschleppen könnte. Wäre nämlich sehr, sehr schön. Feuer frei. Aber es sieht gar nicht danach aus. Legit, hier ist gar nichts. Du verstehst das nicht. Los. Jetzt bin ich maximal verwirrt, weil jetzt habe ich halt keine Ahnung, was ich machen soll. Außer... Nein. Oh, lol. Wie, aber... Wie soll das möglich sein? Wir können ja nicht dran vorbei. Nein. So... Boah, wenn das... Ne, jetzt funktioniert es ja komplett dumm, was ich gerade mache. Doch, doch, wobei. Never say that I'm the dumb guy in the room. I got it. I'm the perfectly super perfect gamer. I can do this. I have studieren this. If you don't believe me, mach mal like auf this video. Okay, wir steppen nach oben. Und wo können wir das eigentlich einsetzen? Haben wir das schon gefunden, das Einsatzgerät? Das war unten, oder? I believe es ist unten. Los. Boom. Boah, ich muss auf jeden Fall, darf niemals vergessen, okay, den Bass runterzudrehen.
Sonst... ihr sterbt einfach. Doch, nach da... Ich sehe nichts, weil die Kammer einfach broke ist. Hier! Ja, dieses Flüstern regt mich maximal auf mittlerweile. Am Anfang war es noch cool, weil es sowas Mystisches hatte, auf jeden Fall, klar. Aber mittlerweile Garbage. Complete Garbage, tatsächlich. Es stört einfach nur, wenn dir jemand die ganze Zeit dazwischen redet. Das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, kommentiert zu werden. Vor allem von so einem Typen, der viel zu viel redet, so wie ich. Lustig. So. Nee, halt da lang. Was hat sie dieser Röhre erwartet? Ich weiß es halt überhaupt nicht. Ich sehe da hinten einen Checkpoint. Ah, ich hab's. Wir müssen jetzt das Eck rechts mitnehmen. Ich dachte, das ballert uns jetzt nach da hinten, aber da waren wir ja schon. Okay, wir sind ohne Kampf bisher heute durch diese Folge gekommen. Das ist krass. Hasse mein Leben. Das ist komplett unnötig. Wir ballern uns jetzt nach hinten, um uns wieder nach vorne zu ballern, um dann durch die Kanone rechts zu gehen. Eher unangenehm tatsächlich. Finde ich schade. Hätte man auf jeden Fall anders lösen können. Aber ist ja gar nicht so schlimm. So. Und dann wird jetzt hier einmal rübergeballert. Jetzt daneben werfen. Hallo? Jetzt? Das war auf jeden Fall komplett verbuggt gerade. Damit wären alle fetten Bienen gerettet. Let's go! Weiß nicht, ob ich mich jetzt so krass darüber freuen soll, dass ich die gerettet habe. Ich muss sie nämlich nochmal retten. Was ist das denn? Hey! Okay, wer hat darauf gezählt? Wer hat Finsterzeitpfütze gesagt? Ich von Anfang an. Rabbit Mario muss einen Monat lang meine Wäsche waschen. Irgendwas ist ja immer nicht einfach. Na dann los. Na dann los. Das ist wieder Standard in der Mitte. Ja, ganz genau. Dann lass uns mal die Melosphären im Melodrama retten. Das klingt ganz, ein ganz weirder Name. Also über die Namen reden wir gar nicht. Die sind irgendwie ein bisschen cursed im DLC. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Das soll uns nicht aufhalten, trotzdem Spaß zu haben hier, nicht? So, jetzt zeig mir mal, was uns hier Wunderbares in diesem Level, oder in diesem Level vor allen Dingen, in diesem Kampf erwartet. Ich sehe sehr große Röhren. Bringe die Melosphären in ihr Nest. Es ist so ein Eskortiere-Tod, nur auf Müll angelehnt. Die armen Melo. Oh. Nein, ich hab's geskippt. Das wird auf jeden Fall ein längerer Fight, glaube ich. Wir müssen die halt wieder komplett zurück mitnehmen, gell? Okay, Guys. Ich glaube, ist nur eine Vermutung, das wird heute auf jeden Fall eine viel, viel längere Folge. Deswegen, ja, es tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet. Nee, wir schicken immer alle drei. Allein weil das Golems sind und die Golems müssen wir halt immer triple killen, so direkt. Sind doch Golems, oder? Ich hoffe doch. Da wird direkt erstmal reingezündet. Und wir fliegen hier hin. Holen einen Dash raus. Und hoffen, dass Bowser jetzt hier holt. Aber halt auch nur mit Luck. So. Genau. Dann ballert er drauf. Ja. Und Rebella holt den Dash. Shazam.
Und wir rennen hier zurück und ballern auf ihn. Und sind auch noch unempfindlich oder empfindlich? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht richtig gelesen. Okay. Eier lohnt sich eigentlich diesmal gar nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, wie weit kann denn der Typ steppen? Der kommt nicht mal bis zu uns. Also, vor was soll ich Angst haben? Vor diesem Loser? Ach, das ist ja easy, guys. Machen wir hier im First Try alles. Haha. Nee, wir machen den nicht. Wir machen den großen Stepper hier weg. Okay, und die Distanz ist ja tatsächlich riesig. Da Luigi zu haben, wegen dem Doppelsprung, wäre wichtig gewesen, glaube ich. Uiuiui. Okay, wir treffen hier niemanden. Ja, hol den Dash raus. Einfach damit wir, ihr wisst Bescheid, damit er sich nicht allzu sehr bewegt. Jetzt finde ich, lohnen sich die Dinger sogar, eigentlich. Weil da vorne spawnt halt was anderes. Deswegen. Und es stehen nicht direkt drin. Vermutlich läuft der Typ auch noch rein wie der letzte Horst. Und dann ist eh direkt Win. So, dann ist er down. Wie genau wir die transportieren, weiß ich nicht, weil irgend so ein Schnösel hat die Cutscene geskippt. Ich baller nicht auf den, das wäre lost. Ich bin actually... zufrieden, glaube ich. Doch, wir zünden ihn noch. Wir haben einen Sniper und wir haben ihn, aber ich will lieber ihn. Oh, wir haben einen Spark-Erfrischer bekommen. Was heißt das? Ah, wir können ihn jetzt direkt in der nächsten Runde nochmal einsetzen. Okay. Wir geben aber den Zug mal wieder erstmal ab. Und schauen, was gerade wird. Das wird so eine 40, 50 Minuten. Genau. Exactly what I wanted to. Wir reden da nicht drüber. Das war so nicht geplant. Ja. Let's go. Wir fliegen hoch. Wir müssen den auch noch mitnehmen. Warte mal. Nimm das. Die Sache ist, der wird halt nochmal exploden. Bam. Als ob er noch lebt, hä? Oh, wir können aber mit ihm in der Hand trotzdem ballern. Ja, dann stellen wir uns hier ganz schön ins Off rein. Weil wir wissen ja, wenn die Dinger explodieren, machen sie nochmal Damage. Beziehungsweise nicht Damage, wie heißt es? Also doch auch, aber die machen nochmal Eis. Das will ich nach Möglichkeit vermeiden. Aber ich kann mich im Kreis drehen, wie cool. Lohnt sich nicht. Ich glaube nicht, dass die es bis hierher schaffen. Können wir nicht? Ja, wir geben den Zug ab. Und hoffen auf das Besteste. Das Besteste. Kame kann nichts, du auch nicht. Du bist auch zu weit weg. Also von der Distance her sind die alle weit weg. Das ist auch gut so. Und wir können wieder laufen. Oh, ich muss ihn wieder aufheben. Teamsprung wäre krass, tatsächlich. Ja. Vor allem, weil Rabbit Rosalina ja auch diesen Schutzbarrieren alles hat. Wir haben den jetzt aber schon dabei, oder? Kann ihn ablegen, dashen und wieder aufheben. Okay. Wir müssen halt... Wo ist Kamek? Da hinten.
Wir müssen halt legit auf Kamek drauf. Bowie, du machst einen longen Jump. Und bitte keine Dings-Attacke. Okay. Ja, das macht Radius-Explosion. Wir müssen erstmal Rebella dahin holen. Die macht nämlich auch von mir aus über Bowie, ist es mir doch egal eigentlich. Einen weiteren Teamsprung. Oh, das wäre wichtig. Die Frage ist, wohin müssen wir? Doch, da vorne. Ja, okay. Hier hin. Und rein da. Vollgas. Oh Gott, da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Es tut mir leid. So. Und Bowie ist natürlich der Schlaue. Macht halt einfach das Gleiche. Genau. Und Rabbit Rosalina bleibt da. In der Hoffnung, der Dude geht auf Kamek. In der Hoffnung. Not what I wanted, but okay. Nein, der Typ ist jetzt ja wieder an. Kann Bowie noch dashen? Bowser kann nicht mehr dashen, weil er... This is not good. Alle sind im Radius, ernsthaft? Wie krass. Zünden. Die Sache ist... Ich werde trotzdem auf ihn ballern. Was soll ich anderes machen? Ich glaube nicht, dass die groß was machen. Okay, wir geben ab, aber wir werden auf jeden Fall Damage kassieren. Und das nicht nur durch Kamek. Kamek, bitte nicht. Das war genau das, was ich vermeiden wollte. Was passiert? Wir haben zweimal Damage genommen? Wir müssen ins Ziel steppen. Auch mit dir. Bitte. Okay. Auf jeden Fall knapp. So, und rein da. Hä? Ah, okay, das zählt. Let's go. Wohin führt diese Röhre? Die führt schon direkt nach da unten. Ja, warum nicht mit den anderen schon mal vorpreschen, oder? Wäre doch smart. Okay, dann holen wir den nächsten Geist. Ich glaube, weil sonst die Folge zu lang wird, packe ich euch das Ganze in einen Zeitraffer. Und wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe.
Hey guys, das hat tatsächlich jetzt insgesamt eine Stunde gedauert. Ich hoffe, ich kriege das euch gut schnell zusammengekattet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, das war's mit der Folge. Schaltet beim nächsten Mal ein, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Bis dann, ciao, ciao, Leute.